Wenn entsprechend der Prognosen der Wähler uns in Hessen ein wesentlich besseres Ergebnis beschert als beim letzten Mal, dann kann dieser klare Wählerwille auch immer schwerer ignoriert werden. Dann wird auch diese wählerverachtende Brandmauer gegen die AfD nicht länger aufrechterhalten werden können. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und die Prozente, die wir erzielen am 8. Oktober, die sind aber auch unsere Verantwortung. Wir stehen hier stellvertretend für die Menschen, die sich auf uns verlassen, dass wir es besser machen. Und das sage ich hier jedem hier im Saal. Wir werden es besser machen.